You're calling, I'm falling. Don't know what it is you do to me, yeah. Where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. Going like 1, 2, 3, 4. Ooh. 5, 6, 7, 8. Dance the night away. I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I'm... Schlimm. Milan, komm mal her. Milan. Look pretty. Look pretty. Super, Milan. Oh, der ist so schlau. Der ist so schlau, der Milan. Unser Milan. Gut gemacht. Super. Ja, ich habe kein Leckerli, tut mir leid. Genau, schön auf die Bella drauf. Und die Arme. Das juckt die gar nicht, ne? Oh, die Bella. Milan, was genau machst du? Gott. Komm. Jetzt lass die Bella. Auf, Milan, komm. Na, komm. Und da stehe ich in dieser Situation. Hello, hello. Wir shooten jetzt eine Runde. Der Milan ist auch mit am Start. Mit meiner Nichte. Und ihr denkt euch bestimmt, warum ist sie so schick angezogen? Ja, ich komme gerade vom Büro und deshalb habe ich das jetzt quasi noch an. Wir machen jetzt ein paar schöne Bilder und dann geht's zum Kochen nach Hause. Wir wollen jetzt halt die Sonne noch kurz nutzen. Schaut, jetzt ist die Sonne gerade so schön und die Hunde, die machen die ganze Zeit schon Quatsch. Wir haben schon ein paar andere Bilder gemacht mit Lassie zusammen. Und da ist der Milan. Was macht denn der gerade für einen Quatsch? Ich habe ihn leckerlich da drin versteckt. Ach so! Ich dachte gerade, was sucht denn der? Milan, was suchst du? Ist er nicht süß? Schaut mal. Ah, oh, das war aber gemein von der Mama, hä? Milan, komm mal her. Und wo ist die Bella? Ach, da ist die Bella. Also gut, wir machen jetzt ein paar schöne Bilder, wie gesagt. Und dann... Oh, ist die Kamera umgeflogen. Also wir machen jetzt, wie gesagt, ein paar Bilder. Und dann melde ich mich nochmal. Oh nein, jetzt gehen sie ins Wasser. Ach, Mist. Oh nein. Hast du bitte den Ball? Oh, die Arme, die erfriert. Lieber Bella. Milan, was bist du für ein Gentleman? Lässt die Bella ins Wasser. Kleiner Schisser. Na toll. Oh, jetzt ist er wieder Milan, rein. Milan, guck mal, der Ball. Milan. Mariam, du hast meine Kamera, ne? Ja, oh. Verteidige sie mit deinem Leben. Lässt hat die Milan. Ach so, ja, stimmt, der Lässt hat sie. Oh, Gott sei Dank. Na, dann kannst du ins Wasser fallen, Mariam, mir egal. Schaut mal, wie ich feststecke. Ich rufe gerade meinen Mann an. Ich komme hier nicht raus. Kann ich das mal zeigen? Wartet. Ich habe keine Chance, hier rauszukommen. Oh Mann, das war sauschlau, ne? Aber ich wollte halt hier natürlich nicht auf diesem Weg parken. Okay, mein Mann ist schon da. Der Retter in Not. Kann da kommt jemand zu helfen. Ah, super. Oh, wie bald Kinder kriegen hier. Und der Max kommt. Du musst ein Stück Gras fahren. Du kommst damit nur vor. Fahr ein Stück Gras erst einmal, bitte. Der Mila wird mitschieben. So ist das, wenn man Kinder kriegt. Oh mein Gott. Ja, magst du für uns auch mal wenig helfen? Ja, bevor ich da jetzt zum Ah, nee, ja, nee, sonst muss ich da Schuhe waschen. Warte mal, wir müssen mal weg. Ja, probier's mal rüber, fahr dann der Motorhaube, bitte. Okay, wir sollen zur Motorhaube. Go, Lassie. Jetzt Kinder. Jetzt müssen wir halt nach vorne jetzt. Grad! Alter, der geht sonst weg. Nein, oder? Wie der Chef. Ich kann nicht mehr, weil er mich nicht mehr gesehen hat. Oh, Scheiße. Hier, und du stehst da rum und hilfst dir, oder? Also, was will er jetzt? Nee, jetzt will er rückwärts. Das
Schön, ja, die Schuhe sind neu. Halt dich nicht über den. Hör auf, dich über den zu freuen. Der macht. Jesus, danke. Max, du bist schuld. Nö. Wegen dir sieht es hier so aus. Echt so. Gott sei Dank kam mein Mann vorbei und dann haben noch ein paar andere geholfen, habt ihr ja gerade gesehen. Der Max ist schuld. So, mein Mann, der fährt jetzt wieder. Schau dir mal, da musste ich durch. Ich glaube, das Auto müssen wir bald auch wieder mal sauber machen, oder? So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Das hat jetzt echt lang gedauert. Meine Finger sind tiefgefroren. Gott sei Dank kam mein Mann. Der kam auch echt sofort angefahren und hat uns geholfen. Ihr habt es ja gerade wahrscheinlich gesehen. Jetzt muss ich mich total beeilen. Ich bereite jetzt was zu essen vor. Muss mich aber erstmal aufwärmen. Ich hatte mich noch umgezogen. Also was heißt umgezogen? Ich hatte mir andere Schuhe angezogen, weil wir ja mit den Hunden ein bisschen spielen wollten. Warum fuchtel ich so mit meinen Händen um, Maria? Weil sie kalt sind. Weil ich Italienerin bin. Ja, und genau, wir wollten halt jetzt mit den Hunden ein bisschen unten am Main spielen, den Ball werfen. Und deshalb habe ich mir andere Schuhe mitgenommen, beziehungsweise halt eine andere Jacke, weil mit der, ne? Also kann ich ja schlechter mit den Hunden spielen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, könnte ich schon, aber da gucken mich halt dann wahrscheinlich ein paar Leute komisch an, zwei, drei Leute. Also gut, was für ein Erlebnis. Wir gehen jetzt nach oben, wir kochen gemeinsam. Ich ziehe mich aber oben nochmal um, also ich ziehe mir einen anderen Pulli an, einen Chiller-Pulli. Magst du noch da bleiben, einen Tee trinken bei uns? Ja, gerne. Und mit zum Mittagessen? Gerne. Ich koche was Schönes für dich. Was gibt's? Ja, was Leckeres. Begnüge dich mit dem, was ich habe. Hallo? Also, wir sehen uns oben. Okay, bevor ich hochgehe, zeige ich euch noch kurz was. Mein Gott, mein Mann kriegt die Krise. Der Arme. Ich muss das sauber machen, definitiv. Okay, wir wollten uns gerade hier so ein bisschen unsere Schuhe halt sauber machen. Ne? Schaut mal, guck mal, was der Mariam passiert ist. Was für ein Scheiß. Ja, Mariam, so ist es, wenn du mit mir unterwegs bist. Ja, ich merk's. Was macht ihr? Nintendo anschließen. Okay. Love the way you make me feel, girl. Love the way you say my name. And how I wanna fill my whole world with you and no one else. And now our love will make us so much better. There will be no more lonely nights. Baby, if you let me try. Du läufst jetzt nach hinten. Okay. Was? Gespräch? Ja, okay, aber ich geh jetzt einfach hoch. Ja, wenn ich verkacke, dass ich vielleicht einen Umbau machen kann. Das wäre assi, wenn ich nur eine Chance hätte. Also das ist die letzte Map? Ja. Okay. Und dann gibt es aber noch Spezialmaps. Mhm. Wie die und noch eine, aber die haben wir noch nicht. Okay, also da musst du noch quasi... Monde sammeln. Monde sammeln. Okay, na dann sammeln wir Monde. Also hier in Cityland gibt es insgesamt 81 Monde und du hast jetzt 57 gesammelt. Ja. Und jetzt musst du halt auf die Suche gehen nach den restlichen, oder wie? Verstehe ich das? Ja. Okay. Also Lassie, du musst jetzt Bowser besiegen. Der hat nämlich die Prinzessin entführt. Okay? Ja. Der Schlingel. Meine Jungs spielen jetzt noch ein bisschen weiter. Mario Odyssey bzw. One Two Switch. Richtig cool. Draußen ist nämlich mal wieder weiterhin schlechtes Wetter. Es regnet gerade.
wieder. Es ist wunderbar. Ich gehe jetzt trotzdem mal runter und mache soweit das Auto sauber. Ich wollte euch noch ganz kurz was zeigen, drüben an meinem Tisch. Und zwar teste ich ja im Moment diesen Make-up-Radierer. Der ist von Rossmann. Und zwar braucht man dazu dann keine weiteren Reinigungsartikel, um das Make-up abzunehmen. Also ihr wascht euch das Gesicht quasi nur mit diesem Tüchlein. Das war schon in der Waschmaschine und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Es gibt zwei Seiten. Kann man ja erkennen, ne? Und das ist wirklich richtig genial. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Wie gesagt, das gibt es bei Rossmann. Und ja, ersetzt quasi eure Reinigungsprodukte. Genau, richtig cool. Fällt mir sehr gut. Wollte ich euch eben auch noch ganz kurz sagen. Also gut, jetzt gehe ich aber wirklich runter ans Auto und muss das sauber machen. Bald ist ja Valentinstag, ne? Da wollte ich ja meinen Mann nicht verärgern. Nein, ich mache nur Spaß. Das Auto sieht wirklich ganz schlimm aus. Also das muss auf jeden Fall sauber gemacht werden. Und so habt ihr jetzt mal gesehen, was hier bei mir zu Hause wirklich passiert. Real life. Ich zeige es euch ja, was bei uns so passiert, ne? Mein Gott, hätte Fahrradkette, ne? Hätte ich woanders geparkt, wäre das natürlich nicht passiert. Egal. Zu dem Pulli wollte ich noch sagen, da haben mich jetzt auch ganz, ganz viele gefragt. Ich habe es auch schon auf Instagram erzählt. Der war eigentlich für meine Schwester, die hat sich den ausgesucht, aber ich habe ihn ihr jetzt mal abgeluchst. Ich verlinke euch den gerne mal unten in der Infobox, könnt ihr mal vorbeischauen. Also ich finde den richtig cool, so als Chiller-Pulli eben für zu Hause. Und ja, jetzt an dieser Stelle mache ich aber mal Schluss. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut, ich gehe Auto putzen. Bis dann. Ciao.